Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play MSGP2 mit mir, Alawach 1993. Und hallo und herzlich willkommen zum Schweden, ja, Event, zum Schwedenrennen und Wochenende in Uddevalla. Auch ein sehr hammergeiler Name, muss man sagen. Super schwere Strecke. Fahre ich zum ersten Mal, ebenfalls eine neue Strecke, die in den Rennkalender von 2015 reingekommen ist, genau. Müsste zumindest Saison 2015 sein. Und die werden wir jetzt natürlich werde ich euch natürlich zum ersten Mal jetzt in der Quali zeigen. Ich habe mich jetzt mal ein paar mehr Runden hier drauf eingefahren, weil diesen hat auf jeden Fall einige Tücken. Also in-game zumindest. Also in real life kann ich das euch nicht sagen. Aber wenn ihr das Spiel selber haben solltet, müsst ihr hier aufpassen, dass ihr die Fahrersteuerung, also praktisch den rechten Stick, wenn ihr mit dem Controller fährt, nicht zu doll einsetzt. Weil durch den harten Schotter, ich habe euch gar nicht die Streckenlänge gesagt, egal, das hole ich noch nach. Ja, durch den extrem weich, ja, durch den Schotter, der hier halt ist, rutscht ihr sehr schnell und ja, rutscht dadurch halt zu schnell weg, um eine relativ gute, ja, Performance abliefern zu können. Das ist beispielsweise hier eine sehr tückenhafte Kurve, die beiden hier, diese Kombination. Weil man, wie ihr seht, ihr könnt nicht wirklich, wenn ihr die, ja, Bahn, beziehungsweise die Ideallinie verlasst, habt ihr eine richtig schlechte Ausgangspose. Hier könnt ihr eigentlich ganz gut Speed aufbauen. Da könnt ihr ein bisschen gegenspringen, das ist auch nicht so schlimm. Das ist nochmal eine sehr, sehr, ja, extreme Kurvenkombination, wo ihr fast gern Null seid, kmh-mäßig. Hier habt ihr einen versteckten kleinen Wall. Wenn ihr da perfekt reinfahrt, könnt ihr ihn perfekt auch mitnehmen. 1,33 ist ja unsere Zeit, die wir bieten sollen, und mit 1,33,0 sollte es eigentlich getan sein. Und ich bin jetzt zum ersten Mal hier komplett durchgekommen, ohne irgendeinen großartigen Crash. Und wir haben eine Streckenlänge von 1557 Meter, beziehungsweise 1,557 Kilometer. Den ganzen Kram überspringen wir mal und ich bin mal gespannt, ob ich Erster bin oder nicht. Weil ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Und wir sind in Rennen Nummer 1 und wir sind sogar Platz 1. Also das heißt, wir dürfen uns als Ersten den Startplatz aussuchen. Ich hoffe mal, dass der Start jetzt nicht allzu... Ja gut, der Start habe ich richtig verkackt. Aber die Kurve könnte ein bisschen interessant werden. Ne, ich werde hier diesmal mal nicht voll drauf fahren. Ich werde hier mal ein bisschen zurückstecken, um halt Giloid und Geyser jetzt eventuell ein bisschen auszustechen. Und Geyser ist immer noch vorne und wir sind an Giloid vorbei. Sorry, wenn ich den Namen irgendwie falsch ausspreche, aber ist jetzt so zum Kommentieren ein bisschen besser. Und Giloid wurde sogar schon von Hörlings kassiert und wir sind an Geyser jetzt vorbei. Und der Geyser nimmt uns einfach mal auf die Hörner und schmeißt uns von der Karre. Aber ich bin mal gespannt, wie unsere Aufholjagd hier sein wird. Wir sind aber auch schon wieder auf dem 8. Platz. Ansti überholt Jonas. Und im Vorfeld hat Jonas Petrov nochmal überholt. Wir sind aber nochmal jetzt an Jonas vorbeigegangen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr extrem eine Strecke, wo es überholenmäßig schwer wird. Die Strecke ist auch relativ eng, finde ich. Und Platz Nummer 22, Watson. Das sind wirklich die Platzierungen, was ich im letzten Event meinte, dass das eventuell die Fahrernummern sind, aber das sind sie nicht, das sind die Platzierung. Hier könnten wir nochmal Jonas ordentlich vorbeigehen. Ne, wir springen ihm direkt auf Hirse. So, wir fahren an Jonas vorbei, bleiben vorne und, nein, Jonas ist wieder da, der hat die Außenspur genommen, so wie es ausschaut, dass er ein bisschen mehr Speed reinkommt. Wir fahren aber trotzdem an Jonas vorbei. Nein, er bleibt immer noch vorne. Wir fliegen an Jonas vorbei und an Gillard. Nein, Gillard und Jonas wieder vorbei an uns. Oh, hier wird das spektakulär. Wir haben aber einen besseren, ja, bessere Linie erwischt. Fahren an Jonas nur vorbei. Gillard wieder neben uns. Also der kämpft wirklich hervorragend mit uns. Hörlings ebenfalls auf Platz 4 und Gillard ist immer noch neben uns. Wir aber wieder an Gillard vorbei. Können uns an Hörlings rankämpfen, ebenfalls an Ansti rankämpfen. Aber Hörlings und Ansti sind immer noch im bisschen entfernt von uns, aber Hörlings, wenn er uns jetzt nicht vom Moped holt, sind wir an ihnen hören vorbei. Das heißt, vor uns Ansti, Geyser und Tixier. Wir können nochmal an den Drittplatzierten vorbei und Tixier hat Geyser überholt.
Oh Mann, Alter. Wir haben aber auch Hörlings hinter uns und Hörlings hat sich den vierten Platz übrigens nebenbei so geschnappt. Aber hier vorne Geyser überholt. Nein, wird von Tixier wiederholt. Geyser setzt zum Gegenschlag an. Im Sprung versucht Tixier zu scrappen. Den Scrap hätte er komplett versemmelt. Den hätte er mal lassen sollen. Ist dadurch auf eine gegen eine Streckenbegrenzung gefahren. Und Geyser konnte so auf dem Platz R1 vorfahren. Und Tixier sehr weit abgeschlagen. Ansti hinter uns hat Hörlings wieder überholt. Wir müssen jetzt vorsichtig mit Geyser kämpfen. Jetzt könnte unsere Stündlein geschlagen sein. Jonas hat Hörlings überholt. Die Teamkollegen tauschen mal wieder die Plätze. Und na, wir sind momentan auf Platz 1. Das heißt, Geyser hinter uns. Aber wir sehen, wenn wir nach hinten, wenn wir uns umschauen, Geyser direkt hinter uns. Jetzt nochmal eine schlimme Kombination, diese S-Kurve. Aber das sieht ganz gut aus. Hier mal vorsichtig reinbremsen. Hier schön den Sprung nehmen. Innen halten, ein bisschen nach außen tragen lassen, sodass wir den Wall mitnehmen können, um ein bisschen mehr Speed rauszukriegen. Und sind noch gewaltigen Vorsprung. Haben wir nach vor Geyser rausgefahren. 1,6 Sekunden haben wir als Vorsprung vor Geyser. Vielen Dank an die internationale Regie, die uns das diesmal mal nicht verspätet einblenden. Die halt scheinbar die Schwedenstrecke auch zum ersten Mal sehen. Und ganz gespannt auf die Strecke achten, wie wir uns, oder wie die ganzen Fahrer sich auf der neuen Strecke schlagen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Regie. Und da kommt Ihnen nochmal die Zwischenzeit eingeblendet. Diesmal schon 1,3 Sekunden mehr draufgelegt. Jetzt sind wir schon mittlerweile auf 2,9 Sekunden vor Geyser. Und in der letzten Runde. Wir sind schon in Runde 3 von 3. Und das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Oh, wir dürfen unseren Sprung jetzt nicht verkacken. Platzierung Nummer 11, Petrov namentlich, hat einen Crash gemacht. Und die KTM-Schilder wären uns fast zum Verhängnis. Aber wir können zum Glück ein bisschen in der Luft navigieren. Und da haben wir nochmal eine Zwischenzeit. Wir fahren eine 1,12. Und Geyser eine 2,8 Sekunden hinter uns. Wir haben einen Verlust von 0,1 Sekunden zu verzeichnen, aber es kann uns egal sein. Das sind vorletzter Sprung und der letzte Sprung ins Ziel mit dem glorreichen ersten Platz. Wäre das die vorletzte Runde gewesen, hätte ich mich definitiv gemault, weil ich zu weit nach links rübergegangen bin. Errungenschaft nebenbei im Stream freigeschaltet mit Schweden MXGP. Das heißt, wir sind das erste Mal den Schweden Grand Prix gefahren und ich würde sagen, wir beeilen uns definitiv zügig, um halt den zweiten Lauf mit eventuell dieser gleichen Leistung hervorragend abzuschließen. Mal gucken, wer wen jetzt wieder behaken möchte, wie die Zweikämpfe ausgehen. Ich werde mich wieder ein bisschen zurückfallen lassen, aber da überschreite ich leider die, ja, Fahrbahnbegrenzung. Warum ich durch die Fahrer gerade durchgefahren bin, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber egal, wir sind durch Zurücksetzen auf Platz Nummer 8 gefallen von 4, glaube ich. Ich habe gar nicht nach dem Start drauf geachtet, aber egal. Wir kämpfen uns weiter nach vorne. Gillard ist vorne, neben uns Fernandes. Covington ebenfalls vor uns. Gillard hinter uns. Nimmt er die Außenbahn? Gillard, wo ist Gillard? Ist jetzt die Frage. Er ist, glaube ich, direkt neben uns. Tixier und Covington. Covington hat in der Zeit ebenfalls Tixier geholt und Platz Nummer 19, Petrov hat gecrashed. Tixier und Covington, die vom Team Monster Energy Kawasaki behaken sich. Wenn das mal gut geht, die sollten mal lieber ein bisschen vorsichtiger fahren. Das ist besser für das eigene Team. Und Ansti hat sich gecrashed. Ansti hat einen Fahrfehler begangen. Das haben wir gerade gesehen. Er hat einen Fahrfehler in der Kurve begangen. Er hat wahrscheinlich zu früh rausbeschleunigt. Dabei ist ihm das Hinterrad weggerutscht. Wir haben dabei aber schon Tixier und Covington überholt. Das heißt, wir müssen uns wieder gegen unseren Erstlaufrivalen. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Und Gillard hat sich einfach mal Covington geschnappt. Gillard ist unserem Beispiel gefolgt. Er hat sich unseren Windschatten geschnappt und ist auf Platz Nummer 4 vorgefahren. Vor ihm ist nur noch Covingtons Teamkamerad. Und Kollege Tixier vor uns fährt unser, ja, alter Rivale aus dem ersten Lauf. Und Tixier ist wieder vorbei an Gillard. Gillard hatte wirklich die Chance gehabt, auf Platz Nummer 3 vorzufahren. Nach dem ersten Lauf konnte er, beziehungsweise im ersten Lauf konnte er nicht wirklich gut aussehen. Und Gillard hat man eben in der Einblendung durch die internationale Regie, vielen Dank dafür, nochmal gesehen, dass Gillard auf Platz Nummer 3 ist. Mit einem Rückstand auf uns von 0,4 Sekunden. Und wir haben in der Zeit gerade Geyser überholt, aber Tixier und Gillard. Tixier möchte für
Monster Energy Kawasaki noch den Platz hervorheben. Aber Geloid, wie man unten gerade gesehen hat, vielen Dank, liebe Regie, hat sich geschmissen. Und bei uns wäre ebenfalls fast das Hinterrad weggegangen. Und Tixier hat Geyser überholt. Geyser hat einen Fahrfehler. Nein, Tixier dreht einfach auf. Man sieht es hinter uns, geht ein harter Zweikampf. Gurdjieff auf Platz Nummer 20 ist ebenfalls gecrashed. Und auch Valente, ja, diese Strecke mit diesen sehr speziellen, sehr rutschigen Schotter hat es in sich. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man hier mit dem Gas spielt, wie man das Gas dosiert beim Rausfahren. Wir haben einen Vorsprung mit einer Sekunde vor Tixier und Geyser. Er hat sich Tixier wieder geschnappt. Und Tixier hat sich Geyser wieder geschnappt. Hinter uns ein mega Kopf-an-Kopf-Rennen hinter uns. Man sieht es mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor Tixier. Mal gucken, wann Geyser nochmal zum Überholen ansetzt. Wir fahren auf jeden Fall unser eigenes Rennen und Ansti, gegen den wir persönlich fahren, auf Nummer 10 hat sich leider gecrashed. Das heißt, ein Rivale weniger, Tixier aber direkt hinter uns. Wir können leider nicht wirklich schnell fahren. 0,7 Sekunden Vorsprung auf Tixier. Wo ist Geyser? Wo ist Geyser? Ist hier die Frage. Liebe Regie, könnt ihr euch mal nochmal dazu genötigt eventuell fühlen, nochmal die ersten drei Platzierungen mit einzublenden? Das wäre ganz lieb von euch. Aber die Frage ist wirklich, ich glaube, da stellt sich gerade jeder Zuschauer vor Ort beziehungsweise auch vor dem Fernseher zu Hause. Was ist mit Geyser los? Wartet er nur auf die richtige Chance? Tixier kommt auf jeden Fall immer dichter ran. Jetzt schon 0,45 Sekunden vor uns. Jonas auf Platz Nummer 6 ist übrigens eben nochmal gecrashed. Wie gesagt, der Untergrund fährt sich nicht gerade einfach. Hier muss man wirklich aufpassen, wie man mit dem Gas spielt, und Watson auf Platz Nummer 20 ebenfalls gecrashed. Also man merkt an die ganz vielen Crashes, dass der Untergrund wirklich sehr, sehr schwer fahrbar ist, und Tixier wieder auf 0,7 Sekunden zurückgefallen. Und da ist der nächste Crash und Geyser macht Geyser nochmal den Platzierung gut. Man sieht gerade noch den Kopf-an-Kopf-Rennen, er wird zum Endspurt ausgeholt und Tixier wird wahrscheinlich doch als erster vor... Nein, doch! Tixier ist zweiter, Geyser dritter, Hörlings auf dem vierten und Covington auf dem fünften. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch gleich wieder, wie immer, nochmal zum Abschluss das MXGP Magazin Nummer 12. Hier könnt ihr nochmal die komplette Zusammenfassung aus MX2 und MXGP, den beiden Läufen am Rennwochenende in Schweden, zusammenfassend lesen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich bin Ladewach 1993. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.